Also wir wurden am 22.06.2021 angegriffen, wobei dieser Tag eigentlich für mich normal startete. Ich bin um 8 Uhr ins Büro gekommen, bin um 18, 19 Uhr nach Hause gefahren und um circa 22.40, 45 Uhr bekam ich einen Anruf aus der Produktion, dass die Produktionsmaschinen abgestellt wurden, weil der Palettierer nicht mehr funktioniert. Wurde dann von den Technikern verständigt, dass sie mehr oder weniger per VPN versucht hatten, das Problem im Homeoffice zu lösen und aber die Verbindung zu den Terminal-Servern nicht mehr möglich war und es nötig war, dass man vor Ort das Problem sichtet und die Lösung vor Ort probiert umzusetzen. Dann war im Prinzip bei den Mitarbeitern vor Ort, die waren dann circa um 0 Uhr in dem Produktionsbetrieb in Salzburg. Und dann ist mehr oder weniger das Ausmaß, wo man zuerst eigentlich geglaubt hatte, dass es sich nur um einen Schnittstellenfehler oder dass einmal ein Server steht, sondern da wurde eigentlich das Ausmaß bewusst, beziehungsweise man hat den Bluescreen gesehen und dann ja, war einfach eine Überforderung, Ratlosigkeit, weil man einfach sagt, okay, was macht man, wie macht man es? Und es war eine absolute Herausforderung. Na, genauso ist es. Also man sitzt einmal davor. Es ist so, der Kollege aus der Technik hat dann mehr oder weniger auf allen über 40 Servern versucht, sich anzumelden. Dann hat er im Prinzip auf seinem zweiten Standrechner war die Anmeldung noch aktiv. Das heißt, da ist er noch auf die Server draufgekommen und dann haben wir schon einmal gesehen, dass man mehr oder weniger die gesamten, also einen Teil der Daten verschlüsselt hat und vom normalen Client-Zugang war im Prinzip die Verbindung gar nicht mehr möglich. Und das war natürlich ja absolute Ratlosigkeit. Man kann es, am Anfang kann man es nicht glauben. Man probiert die 40 Server, Domain-Controller, sämtliche Möglichkeiten, die man irgendwie aus dem eigenen Know-how heraus hat und dann hat man auch natürlich alle die ganze Kollegenschaft verständigt und dann ist man auch mehr oder weniger schnell klar geworden, dass man dieses Problem mit eigener Kraft nicht mehr lösen kann. Ich sage ganz ehrlich, also in dieser Situation, es waren einige Hiobsbotschaften nacheinander, aber das Ausmaß, dass man wirklich mehr oder weniger keine Lagerung, kein ERP-System, selbst der Backup-Server war verschlüsselt. Das war mal in dieser Zeit, das war einfach wirklich im Halbstunden-Stundentakt, sind diese Hiobsbotschaften mehr geworden. Die Überforderung wurde auch immer mehr. Man ist in dieser Situation hilflos, weil man im Prinzip das Szenario, wo man natürlich hat man seine Risk-Management-Analysen von der Qualitätssicherung im IT-Bereich und, aber dass man im Prinzip sämtliche Server nicht mehr zugreifen kann, dass man kein Backup mehr hat, also dieses Szenario ist ein Horrorszenario, das wahrscheinlich nirgendwo abgebildet werden kann. Im Endeffekt wir haben alle Partner angerufen, die wir hatten und da muss man wirklich sagen, Bechtle AG hat um 2 Uhr morgens hat der Herr Pollack abgehoben. Das war schon mal eine Sensation, weil man ist um jede Hilfe froh. Ob das jetzt ein Partner oder wo man dann sagt, okay, und er hat eine gewisse Routine, da wo man dann gesagt hat, er hat im Hintergrund dann ein kurzes Telefonat mit Bluescreen, okay, er ist auch seit Jahrzehnten in dieser Branche, also er ist ein absoluter Profi. Und dann hat er uns auch im Prinzip einen Commvault-Spezialisten, den Herrn Strohmeier, in der Nacht bereits informiert. Und dieser Herr Strohmeier hat bereits um 6 Uhr am Morgen bereits begonnen, die Backup-Server wiederherzustellen. Also und das ist auch im Prinzip, wir hätten das ohne der Hilfe der Bechtle und da im nächsten Tag dann mit Niklas Keller von der Cyber Security, der mehr oder weniger schon ein Weg zu einem anderen Kunden war, der was dann mehr oder weniger in Wien umgedreht hat und war dann mittags am 23.06. um 12 Uhr in Salzburg und ohne diese Experten ist es absolut unmöglich, innerhalb von 5 Tagen sämtliche Systeme wieder in die Höhe zu fahren. Und da kann man nur so aus eigener Kraft, ist es unmöglich. Und da braucht man einfach einen Partner, der zu 100% an seiner Seite steht und auch das Vertrauen da ist, dass man in diese absolute Ausnahmesituation. Ich bin seit 25 Jahren im Unternehmen, habe schon viel Produktion mit aufgebaut, neue Werke in Betrieb genommen. Aber das ist
ein Horrorszenario, und da braucht man einfach im Prinzip Leute, die das Vertrauen sind und die, was das Know-how haben, weil man aus eigener Kraft das sicher nicht schaffen kann. Ja, das war eigentlich so, dass man im Prinzip gesagt hat, wir sind die drittgrößte Molkerei in Österreich und regional sind wir eigentlich sehr stark. Wir beliefern täglich mehrmals sämtliche großen Lebensmittel-Einzelhändler, sind in Salzburg und Oberösterreich eigentlich der regionale Milchfrischlieferant. Und wenn man jetzt sagt, okay, wie soll man argumentieren, dass man auf einmal seit 22.06., wir hätten ja in der Nacht Zustellungen gemacht, und am 23., warum wird die Milch, das Joghurt, der Käse nicht geliefert? Und dann haben wir uns mehr oder weniger dazu entschieden, einfach offen damit umzugehen, weil im Prinzip mittlerweile das Verständnis auch sowohl von der Konsumentenseite als auch von der Seite des Lebensmitteleinzelhandels, weil mittlerweile weiß jeder, dass es einen selbst treffen kann. Und das muss ich auch im Nachhinein betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine absolut richtige Entscheidung. Wir haben natürlich am Mittwoch bereits am Vormittag die erste Presseaussendung, das heißt, das war 8 Uhr, 9 Uhr, das heißt eigentlich nach 8, 9 Stunden, wo wir das einmal analysiert haben, sofort eine Pressemeldung nach außen gegeben. Dann hat man gesagt, okay, man wird hoffen, in den nächsten Tagen wieder lieferfähig zu sein. Am Freitag ist dann die nächste Aussendung gemacht worden, dass wir am Samstag und am Sonntag mehr oder weniger bereits wieder LKW-zugweise Ware liefern kann, und die Solidarität sowohl von der Konsumentenseite als auch von der Seite des Lebensmitteleinzelhandels gibt uns absolut recht. Und das war, muss ich auch sagen, das war wirklich ein wichtiger Schritt, die offene Kommunikation zu Kunden und Lieferanten.